Einige junge Leute haben gesprochen, ich habe mich mit einigen unterhalten und in vielen unserer Länder ist es ja so, dass wir seit Monaten jede Woche die Stimmen der jungen Menschen hören. Sie sagen, es ist wirklich dringend, jetzt etwas zu tun. Wir sagen, ja, alles ist gut, aber das akzeptieren die jungen Leute nicht. Sie sagen, ihr macht nicht schnell genug, auch wenn ihr wisst, was nicht stimmt, ihr seid nicht schnell genug. Das sagen uns die jungen Leute. Und ihr hört nicht genug auf uns, wenn ihr Antworten gebt. Ihr bezieht uns nicht ein. Ich versuche, auf die jungen Leute zu hören. Kein politisch Verantwortlicher darf hier taub bleiben. Wir müssen an die Generation denken, ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Unsere Jugend, unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen, unsere Investoren, die Regierungschefs müssen es schaffen, ein gemeinsames Weltverständnis hinzubekommen, unsere Gewohnheiten zu ändern, damit wir gemeinsam handeln. Sonst laufen wir Gefahr, aneinander vorbeizureden. Es gibt hier Maßnahmen, die einfach nicht ausreichen. Und dann dürfen wir uns nicht sagen, wir haben doch schon ganz ordentliche Arbeit geleistet. Wir müssen sinnvoll in unserer Gesellschaft mit unserer Jugend zusammenarbeiten. Und vieles muss man auch beim eigenen Verständnis ändern. Wie können wir unser Gesamtsystem verwandeln, um im Klimabereich weiterzukommen bei der Biodiversität, der Artenvielfalt und so weiter. Wie können wir sinnvoll handeln? Wir brauchen die jungen Menschen in unseren Ländern. Sie sagen uns, macht schneller. Wir brauchen die jungen Leute, damit wir Dinge verändern können, damit wir reparieren, tätig werden können und auf die einwirken können, die sich nicht bewegen. Staaten, Investoren und so weiter. Wir haben in den letzten Monaten viel getan, auch mit dem Mandat des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Wir haben versucht, voranzukommen. Und ich glaube, es gibt hier eine Aktionsagenda, die nicht allein schon zufriedenstellend ist. Es geht nicht um innere Zufriedenheit, sondern wir brauchen positive Maßnahmen und Vorgaben. Zuerst mal müssen wir gemeinsam als Staats- und Regierungschefs etwas tun, schnelle Antworten geben. Wir müssen uns an das Pariser Abkommen halten und seinen Zielen gerecht werden. Erstens, und das darf ich heute begrüßen, Russland hat das Pariser Abkommen unterzeichnet, ratifiziert, meine ich. Das ist ein Zeichen dafür, dass es weitergeht. Da kann man durchaus klatschen. Zweitens, wenn wir handeln wollen, schnell voran wollen, dann brauchen wir bis 2050 CO2-Neutralität. Wir haben eine Koalition aufgebaut mit Chile, Japan und anderen Staaten, die sich hier einbringen. China bewegt sich ebenfalls und das ist entscheidend. In diesem Rahmen muss Europa noch mehr tun. Und ab 2020 muss Europa klare Beschlüsse fassen, um den Wünschen der neuen Präsidentin Frau von der Leyen zu entsprechen in der Kommission, damit wir unsere Emissionen stärker vermindern bis 2030, -50%. Europa muss im nächsten Jahr entscheiden, schneller, energischer auf energische Ziele, Energieziele zu steuern. Auch an den Grenzen müssen wir etwas gegen CO2 tun. Europa muss dem gewachsen sein, was es sich schuldig ist. Und Frankreich wird die eigene Verantwortung übernehmen. Wir werden jetzt alle neuen Explorationen von Kohlenwasserstoffen im französischen Gebiet einstellen. Wir werden viele andere derartige Maßnahmen ergreifen bis 2022. Wir brauchen auch eine kommerzielle Agenda, die im Dienste des Klimas steht, im Handel also. Eine große Mehrheit hier im Saal glaubt sicherlich an eine offene Welt, eine Welt des Austauschs, des Handels, an eine Welt, in der man mit dem anderen Handel treibt und viele unserer Bürger sind dadurch aus der Armut herausgekommen. Aber heute müssen wir feststellen, dass unsere Jugend und teilweise wir selbst diese Welt nicht mehr so recht verstehen. Wir wollen gemeinsam Kontrolle übernehmen, wir wollen die Souveränität im regionalen Bereich, wir wollen das und das kontrollieren, wir wollen einen Sinn finden. Wir können aber keine kommerzielle Agenda mehr betreiben, die dem Klima entgegenwirkt. Wir müssen beim Handelsverkehr schlüssig bleiben. Ich bin nicht mehr dafür, dass man heute neue Handelsverhandlungen mit Staaten aufnimmt, die dem Pariser Abkommen widersprechen. Das wäre
eine wirkliche Heuchelei, wenn wir das machen würden bei der heutigen Diskussion. Wir müssen also zumindest auf europäischer Ebene, denn da kann ich als Franzose sinnvolle Maßnahmen mitdenken, eine kommerzielle Agenda erreichen mit null Kohlenstoff zum Beispiel. Das ist unverzichtbar. Das ist ein tiefgreifender Wandel, eine echte Revolution, aber das setzt voraus, dass wir nicht einfach stehen bleiben, sondern wir müssen auch sagen, wenn wir das und das weitermachen, dann hat das negative Folgen im und dem Bereich, bei der Entwaldung meinetwegen. Da müssen wir das ausgleichen, kompensieren und das alles einbeziehen. Sonst werden wir weiter nur schöne Reden haben und betreiben weiter Handel wie gehabt. Und das schadet uns. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung. Dann der finanzielle Bereich. Auch da müssen wir kohärent bleiben. Unsere Handlungen müssen dazu passen. Es geht also darum, im Ausland Infrastrukturprojekte zu finanzieren, bei denen zu viel CO2 freigesetzt wird. Man kann nicht sagen, wir kämpfen gegen den überstürzten Klimawandel. Man darf dann nicht gleichzeitig in anderen Ländern Infrastrukturen finanzieren, die die Umwelt verschmutzen, CO2 freisetzen und genau das Gegenteil bewirken. Das geht nicht. Wir müssen das jeder selbst bei der eigenen Agenda im Handel und bei den Finanzen machen. Wir haben auch einen Schritt getan im International Finance Club. Da sind Verpflichtungen, die gestern mitgeteilt worden sind, übernommen worden, 1.000 Milliarden für das Klima bis 2025. Das ist eine gute Geste. Wir wollen diesen Betrag, diese 4 Billionen, erreichen. Da ist noch einiges zu tun bis dann, aber das ist ein erster Schritt. Wir werden Investitionen in erneuerbare Energien verstärken, CO2 abbauen. Wir werden die Länder im Süden direkt an internationale Finanzströme kommen lassen, den Zugang ermöglichen. Viele haben sich für diese Agenda eingesetzt und das ist wirklich entscheidend und wir legen großen Wert darauf. Der Premierminister von Jamaika und der Premier von Katar werden unser Mandat ebenfalls ansprechen bei diesen 100 Milliarden, die bis 2020 mobilisiert werden müssen. Das ist wesentlich, damit wir den Entwicklungsländern dabei helfen können, weiterzukommen, Anschluss zu finden. Und wir brauchen eine Agenda der sozialen und gesellschaftlichen und klimatischen Gerechtigkeit. Die erste Priorität ist jetzt dieser grüne Fonds. Diese Rekapitalisierungskonferenz wird im Oktober in Paris stattfinden. Da ist in diesem Sommer einiges reformiert worden, damit das Ganze besser funktioniert. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich haben ihre Beiträge verdoppelt. Frankreich wird 1,5 Milliarden Euro in diesen Fonds hineinstecken, in Höhe von 80% in Form von Schenkungen. Auch Norwegen hat den Beitrag verdoppelt. Dänemark und Schweden haben sich gestern angeschlossen und ebenfalls verdoppelt. Die Niederlande haben den Betrag gesteigert. Wir sind jetzt bei 7 Milliarden Dollar angelangt. Wir wollen 10 Milliarden Dollar haben, um auch den Ausstieg der Amerikaner auszugleichen. Ich hoffe, da kommt noch was von den USA. Wir werden es sehen bei der Generalversammlung. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich möchte jedenfalls an alle appellieren, wer noch nichts getan hat, sollte den grünen Fonds verstärkt unterstützen. Auch Japan möchte ich erwähnen. Japan hat sich geäußert, der Emir von Katar hat auch große Nachrichten zu verkünden. Ich rechne, ich zähle auf Sie, es muss gehandelt werden. Wir können unsere Jugend nicht im Stich lassen, die jeden Freitag demonstriert. Wir dürfen unsere Jugendlichen nicht leiden lassen, emotional, wie wir es gerade erlebt haben. Und wir dürfen nicht sagen, wir machen alles richtig. Wir sind noch weit davon entfernt. Wir müssen gemeinsam etwas tun. Danke.